Ich bin der Alex, 33 Jahre inzwischen, jung. Und naja, ich mache schon seit vielen Jahren unterschiedlichste Dinge im Internet. Ich weiß gar nicht, wie ich die Sportart oder die Bewegungen, die ich jetzt mache, bezeichnen würde. Modernes, multimediales und multifunktionale Fitness. Vielleicht so. Ich glaube, Trainingsroutinen kommen bei mir so ein bisschen darauf an, wie A, die Tagesform ist, aber auch B, was vielleicht gerade so anliegt. Ich glaube, mein größter innerer Schweinehund ist der Alltag. Und das führt natürlich auch oft zu, ich habe da jetzt keinen Bock drauf. Ich möchte heute einfach keine Verantwortung haben. Ich will das alles nicht machen. Und das ist bei mir, glaube ich, der einzige, aber auch größte Schweinehund, der jeden Tag wieder überwunden werden muss. Apps, Gadgets, klar, gehört dazu. Kombination zum Beispiel mit dem Stehtisch und dann den Laufpads benutzt, dann hast du Schritte im Nu gesammelt. Während du gearbeitet hast, kriegst du gar nicht mit, wie sich dein Körper trotzdem bewegt hat. Schaust du irgendwie auf deinen Fitness-Tracker und siehst, was, so viele Schritte schon? Und dann sammelst du eigentlich im Nu nicht geschummelt, sondern auch wirklich legit genug Schritte, um zum Beispiel eine Schritte-Challenge dann zu gewinnen. Es kam dann irgendwann zu einem Punkt, wo dann auch Außenstehende gesagt haben, Alex, was ist los mit dir? Und dann auf einmal hat sich so viel summiert, dass du eine ganz andere Reflexion auf deinen Körper, auf dich selbst bekommen hast. Dieser Auslöser war im Grunde dann Selbstwahrnehmung und all das, was der Körper dir an Red Flags mitgegeben hat, dass es Dinge zu ändern gibt. Heute Sport zu machen bzw. überhaupt zu bewegen, ist der Grund, nie wieder dahin zurückzuwollen. Wenn ich mich normal bewege und jetzt nicht groß ausraste unter der Woche oder so, dann ja, sind es runtergebrochen pro Tag 10.000 Schritte, die kommen schon zusammen. Und falls es mal nicht so sein sollte, versuche ich schon darauf zu achten und dann vielleicht nochmal abends einen kleinen Spaziergang mit einzubinden. Ich glaube, was am Ende für einen dann dabei herumkommt, emotional, ist dieses, ja, ich habe es durchgezogen, ich habe es geschafft, ich habe es mir selber wieder bewiesen, dass das schaffbar ist, dass das machbar ist. Und wenn jetzt für euch was dabei war, wo ihr euch denkt, wow, das habe ich so noch nicht gesehen oder das will ich unbedingt mal ausprobieren, dann macht's einfach. Tut es. Es gibt kein, nee, das wird nichts. Sondern es gibt nur ein, ich habe es nicht probiert. Also probiert's aus.